Herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge hier in Thüringen. Wir fahren jetzt zum Händler und holen uns die Anhänger, die wir letzte Woche noch gekauft haben. Und dann fahren wir zu den jeweiligen Feldern 60, 49 und 48. Da stehen schon die Drescher bereit für die Ernte. Und wir werden jetzt hinfahren und da entsprechend den Abfahren vorbereiten. Ne? Ist ja noch nicht ganz reif. Aber ich erwarte, dass in den nächsten ein, zwei Tagen dann reif wird und dann können wir vor loslegen. Erwarte ich. Spätestens Tag 3, schätze ich mal. Es wird immer noch gedüngt auf Feld Nummer 1 wird noch gedüngt. Das andere muss fertig sein. Oder abwägen. Ah, das ist ja der Helfer. Muss mal auch zu sehen sein. Aber jedenfalls, da wird noch gedüngt und sobald das erledigt ist, werden wir 2-3 Missionen nehmen. Ja, da hat Mais gedeiht, ne? Wächst schön, ne? Ja, ob Silage oder Mais, Körnermais, das entscheidet sich in der Zeit zeitlich gesehen. Sobald die neue Karte raus ist, werde ich mit Hochdruck dran arbeiten, dass wir umziehen können. Das heißt, so schnell wie möglich ernten. Alles in den globalen Markt rein, was ich jetzt habe. Auch an Stroh. Kommt dann da rein, dass wir die ganzen Rohstoffe dann später verwerten können. Den Kontostand werden wir entsprechend uns nachher gut schreiben. Wir werden die Felder verkaufen, den Hof verkaufen. Die Gebäude lasse ich stehen. Die werde ich wir entsprechend errechnen, was es kostet, also was es bringt. Und dann werden die Summen entsprechend gut schreiben. Je nachdem, wie das nachher Profit und Schulden habe, werde ich jeweils beide Stände entsprechend genau anpassen. Ne? Also ich schaue das vorher an und dann wird das entsprechend auf nächsten Spielstand entsprechend so eingegeben, dass wir im Prinzip mit dem Stand starten wie jetzt. Ne? Die Fahrzeuge überlege ich auch zu übernehmen, irgendwie, ich versuche das mal vielleicht, dass ich die alle auf Feld 12 parken werde, weil das ja Originalhöhe ist, ne? Nach Möglichkeit, weil Nähe von Gebäude kann es Pech sein, dass nicht funktioniert, also auf Feld 12 raufstellen, nach der Ernte natürlich, und dann entsprechend übernehmen, so wie sie jetzt sind. Ich muss aber probieren, ich weiß noch nicht genau, wie es geht. Und wenn es nicht geht, dann muss ich mir die Fahrzeuge halt auch das Geld wert errechnen und dann entsprechend auch gut schreiben. Ne? So, du kommst zu Feld 60. Ob der so ein Gewicht braucht, ich glaube eher nicht. Weil der Anhänger eigentlich auf Gleichgewicht ausgelegt ist von der Bereifung her und von der Deichsel. Das Prinzip kaum Gewicht auf Deichsel nicht. Ne? Eine Möglichkeit, dass wir nicht so hohe Belastung kriegen für die Felder. Normalerweise ist es ja so, dass man die Bodenverdichtung ja eigentlich vermeiden will. Das heißt, den Augenblick würde man auf Gewicht verzichten, wenn es nicht notwendig ist. Ne? Gut, beim Flügen, Gruppen, da brauchst du ein Gewicht, sonst ist dazu schwer zu ziehen, ne? Weil die Kraftwirkung dann entsprechend Takt auch vorne hochreißen würde. Aber bei normalen Arbeiten, wie jetzt Anhänger ziehen, in dem Fall nicht. Oder ein leichtes Gewicht vielleicht auch gehen würde, was die Fahreigenschaften vielleicht verbessern würde, aber in dem Fall hier aktuell sehe ich keine Probleme. Er eiert nicht und geht. Ist voll lenkbar. Nur dazu sagen, da lenkt ja auch mal auf 4 Achsen, ne? Also die Hinterachsen ja auch. Zuerst war es mal ungewohnt zum Fahren her, aber jetzt mittlerweile habe ich dann gewöhnt. Ich muss mal sagen, mit dem Lenkrad ist es auch ein bisschen leichter. Ne? Also ich habe ein Lenkrad fest verbaut,
das verrutscht nicht. Ich habe das nicht am Tisch festgemacht, sondern im Prinzip, ja, ich sehe gerade, der macht die zweite Runde. Dann kannst du kurz reingucken, weil das Vorgewende war schon fertig. Lass mal ganz kurz. Dann können wir beenden. Das wäre ja Quatsch, ne? Wir haben ja die Vorgewende schon fertig gefahren. So. Welche Felder haben wir in der Nähe? Wir haben 13, wir haben 28. 28, dann wird man düngen, wird es gehen. 37, 33, nur in den Dreh. So, missionsmäßig. Kann ich jetzt auch merken, die Zahl. 33 ist nicht in der Nähe. 54, 55. 37. Wo ist der 37? Genau. Da rechts irgendwo. Hinter der Wiese. So. Die Motoren sind ein bisschen laut, da kann man ein bisschen reduzieren. So. Besser. So. Geht's Richtung Feld 37. Und düngen wir da mal, ne? Wir haben ein bisschen Dünger da. Das möchte noch verwertet werden, ne? Und wenn mir was fehlen sollte, müssen wir was kaufen. So, da sind wir. Kurze Wege. Da sind wir mal mein Hauptziel dabei, ne? Rüben, ja genau, Rüben. Rüben wäre auch so ein Ding, ne? Ich kopiere nicht. Kursgenerierung. 37, Vorgewende 2 und machen wir auf 0. Beim Düngen reicht das. Mission sowieso. Zurück und einstellen. Das reicht. Das ist der andere auch fertig. Auf der Nö, das ist nicht fertig. Der hat Feierabend. Faule Socke. Der hat Oskar zu arbeiten. Und dann ist ja nicht schön, ne? Ich muss ja noch ein bisschen was tun, ne? Bisschen. Also das sind das, wenn das nicht gemacht wird, ja gut, okay, das ist also, ne? Aber so. Wäre es ja schlecht. Also die eigenen Felder sollten doch schon gut. Ganz gut gedüngt worden werden, also nicht sollen, werden. Ne? Das wackelt jetzt so doll. Ja, ich verwende Eye-Tracking, das ist ja manchmal ein bisschen blöd. Ne? Obwohl ich ja eigentlich die Sicht frei habe zum über Augen gesteuert. Und meine Schiele ist ein bisschen ungünstig, glaube ich. Ob es daran liegt, weiß ich nicht, aber das ist aber so. Oder ob die Spiegel, die Brille spiegelt, das könnte natürlich auch sein, ne? Gibt ja mittlerweile, das ist ja V4, glaube ich, oder C4, schon mal V5. Aber der Preis ist ja heftig. Hab ich so gedacht, ne, wenn das hier gut funktioniert, dann soll ich einen 5 kaufen, ne? So, die Feld 60 haben wir gesagt, ne? Das ist eine Option. So, jetzt brauchen wir einen zweiten Traktor. Wir haben noch hier einen. Aber wir machen mal Silage holen. Wir fahren mal ein, zwei Fuhren Silage. So. Wie gesagt, links ist verbuggt. Da muss ich mit dem Kehrbesen arbeiten, sonst war das nichts. Ja, wenn er alleine arbeiten würde, ne? Aufsteigt, macht er anfangs, aber dann später nicht mehr, weil der hat einen zu kleinen Einzugsbereich.
Ja, da muss ich dann rechts ein bisschen mit dem Kehrbesen arbeiten, ein bisschen umständlich, aber geht nicht anders. Ist aber in der Marsch auch so, am Silo, bin ich machtlos. Und dann muss ich auch noch Silage verkaufen, die kann ich aber verkaufen, die sind ja geplatziert. Dann würde ich eher zwei Fabriken hinbauen. Aber alleine spielt es, glaube ich, eine Fabrik ein bisschen besser. Weil man kriegt da richtig den Griff mit Outdrive, ne? Dann ist es kein Thema, ne? Dann geht das. Ansonsten ist das nicht zu empfehlen. Nur, das sind ja etliche Ladungen, ne? Gut, hier ist kein Deko, hier kommst du gut ran. Das geht. Aber wenn da jetzt viele Reifen stehen, kommst nicht ran. Ist voll. Ne? So. So. Jetzt fahren wir mal zur BGH und dann können wir den Anhänger gleich wieder. Ja. Ja, bevor die Ernte beginnt, können wir mal ein bisschen fahren. So zwei, drei Fuhren, ne? Bei 5 verarbeitet, das ist Silage verarbeitet, geht alles ganz gut. Ich sehe gerade, es kommt Kaffeezeit. Aber die Folge machen wir noch fertig. Zeitlich gesehen, ne? Dann muss ich kurz in der Küche mir Wasser aufsetzen. Dann habe ich auch Halbzeit für Thüringen fertig. Ich nehme immer ganz gerne die Folgen ein Stück auf. Nach Möglichkeit, weil dann die Helfer und die ganzen Kurzdrehfahrer dann durcharbeiten können. Ne? Wäre ja so dann ein bisschen schwierig zu machen. Ne? Würde immer viel Zeit kosten, die zu aktivieren. Die müssen da hinten schieben. Aktivieren, ne, hintere Hänger aktivieren, damit wir abkippen können. Sonst war das nichts. Oh, die Kühe melden sich auch, aber ich krieg keine Silage. Spezialfutter. Der große Anhänger passt da nicht rein. So, einen noch, dann haben wir 100.000 drin. Plus. 110 oder so. Ich habe mal was vom Lager reingekippt. Und vom Lager könnte ich. Oh, mein Getreide. Böse Sache. Hat er gesprungen vorne. Ich muss vorne ein Gewicht anhängen. Aber das ist in dem Fall ungünstig, weil ich ja vorne die Fräse dann anbauen will. Ich will ja nicht mit der Fräse dagegen fahren und dann sieht man so wenig. Das ist natürlich auch ein Gewicht vorne ergeben. Ne? Ich muss bei der Kurve ein bisschen Gas wegnehmen und geht ja auch. So. Anschalten. Und voll machen. Mühsam reingefahren, aber schon das zweite Jahr, wo ich das Prinzip jetzt nach und nach verarbeite. Und weil das kostet viel Zeit. Ich bräuchte eigentlich ein Förderband, was schneller arbeiten würde. Das letzte, was ich hatte, hat leider für Abstürze gesorgt. Ob es daran nur lag, ob ein anderes Gerät in Konflikt gekommen ist oder so, weiß ich nicht, aber da sind wir ein bisschen vorsichtig mit neuen Mods. Je mehr man raufbringt, umso höher ist die Gefahr von Problemen. Wer will die schon haben, ne? So, also nach und nach, Team oder Silo leer.
andere hatten wir ja mit Förderbändern gemacht. Okay. Ja. So, liebe Zuschauer, das soll es auch für heute gewesen sein. Ich sage mal schönen Dank fürs Reinschauen. Dann seid mal tschüss. Ciao. Ja, morgen geht's weiter. Aber nicht mit Silage. Die Fitness abkippen und dann werden wir sehen, dass wir es anders machen. Und zwar noch. Ja. Anhänger holen. Und jetzt fahren wir weg. Tschüss.